Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Secret of Herobrine. Ja, ich weiß, ich wollte bis zu dem Punkt, wo wir letztes Mal aufgehört haben, noch offline zocken. Aber ich habe mir gedacht, das könnte hier noch zu lustigen Fails führen. Und deswegen habe ich mich jetzt doch dazu entschieden, von hier anzufangen. Und das scheint wohl eine ganz gute Entscheidung gewesen zu sein. Ja, also natürlich, ich könnte einfach nach drauf gehen, aber das ist, bringt nichts, weil das Feuer nämlich so lange anhält von der Lava, dass ich es nicht schaffen werde, bis ich aufhöre zu brennen. Ja, das ist echt doof. Deswegen muss ich mich jedes Mal dann killen. Und leider ist der Sprung hier an dieser Kante extrem schwierig, Mann. Also im letzten Part haben wir den einmal geschafft. Deswegen sind wir ja auch einmal rübergekommen, aber ist dann irgendwo ein leichteren Weg? Das gibt's doch gar nicht. Was ist denn das für ein Hardcore-Sprung? Aua, ey, wo kommt ihr jetzt her? Faust Fledermäuse. Nee, das ist aber echt. Also, der ist brutaler Sprung, obwohl der nur zwei Felder ist. Das ist krass, dass ich den noch gar nicht so bemerkt habe in AdventureCraft. Oh, jetzt haben wir's. Aber der ist ja echt brutal. Nein, 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 ihr blöden Viecher, haut ab. Weil wenn die mich in Lava schucken, ist das natürlich genauso scheiße. Und ich sehe gerade, ich habe einen kleinen Fehler gemacht, der mir sehr viel Arbeit erspart hätte. Na super. Denn so darf ich nämlich diesen Sprung nochmal machen und schaffe ihn sogar. Okay. Lacker. Okay, ich hau einfach ab. Ist mir zu doof mit den scheiß Fledermäusen. Denn die müssen mich nur einmal in die Lava schocken, ne? Und das reicht aus. Möchte ich nochmal betonen. Wir sind tot, sobald wir einmal mit der Lava in Kontakt kommen und brennen. Das ist das Wichtige, ne? Das Brennen. Der Schaden von der Lava ist gar nicht schlimm. Das Brennen ist hier das Problem. Okay, jetzt schauen wir nochmal. What the fuck, wo bin ich? Ah, ich hab doch eine Fackel. Depp. Das war schon doof. Ja, ja, ich hab's vergessen, Leute, sorry. Aber macht ja gar nichts. Denn ich habe es ja relativ schnell noch gefunden, ne? Alles gut. So, und hier war jetzt dieser, genau, dieser feurige Vulkan. Bei dem wir jetzt irgendwie versuchen müssen. Bleiben die Hebel aktiviert? Das ist eine ganz interessante Frage. Ich glaube jedoch nicht. Ich kann ja mal so herumlaufen, ob da schon irgendwo Holz aktiviert wurde. Aber es sieht nicht so aus. Also es scheint tatsächlich alles resettet zu werden. Ah nein, tatsächlich, das Holz bleibt bestehen. Das heißt, ich habe mich gerade gewundert, weil die Hebel sind ja eigentlich alle umgelegt, ne? Okay. Das heißt, zumindest das müssen wir nicht nochmal machen. Das wäre jetzt auch ein bisschen doof. Das hätte ich auch rausgeschnitten, weil das habt ihr ja schon gesehen, ne? Aber so ist das natürlich perfekt. Dann bleibt mir da ein wenig Arbeit erspart. Okay, beim letzten Mal habe ich da dann einen freaky Versuch gestartet. Den werde ich natürlich dieses Mal nicht mehr versuchen. Jo. Übrigens, war ich kurz davor, The Forest Season 2 rauszubringen. Ja, ich hatte damals die erste Season mit Jonathan zusammen gemacht. Wo wir dann ja aufgehört haben. Und bei der zweiten Season, da hätten wir halt dann weitergespielt. Aber nicht mit Jonathan, sondern mit drei anderen Dudes. Oder zwei, je nachdem. Aber das Ding ist, weil The Forest auf meinem Rechner zusammen mit Fraps einfach nicht gut läuft, ja, muss ich die Grafik auf ganz low stellen und selbst dann würdet ihr weniger als 30 FPS haben. Und weil ich mir dachte, nee, das ist ein bisschen zu schlecht, habe ich mich dann dazu entschieden, das eben nicht zu bringen, ja. Nur, dass ihr das vielleicht auch noch so als kleine Information für euch, und das war gerade richtig knapp. Ah ja, okay, man braucht gar nicht mehr. Wir haben es schon fast geschafft. Also genau, deswegen The Forest Season 2 wird wahrscheinlich nicht mehr kommen, weil vor allem, weil ich das ja auch schon lange kenne, das Spiel komplett, ne? Also es ist echt lustig die ganze Zeit. Ich spiele es ja halt einfach jetzt so mit denen, ohne aufzunehmen. Und macht echt Spaß. Es ist halt einfach ein cooles Spiel, ne, muss man sagen. Es macht es spannend und ja. Gibt viele lustige Momente. Also deswegen wird wahrscheinlich keine zweite Forest Season kommen.
Auch nicht, wenn ich mal einen besseren PC haben sollte, weil dann, wie gesagt, dann kenne ich es ja schon. Dann ist es nur noch halb so lustig für euch. Und halb so spannend, ne? Deswegen wollte ich das mal kurz erwähnen. So, und wo geht es jetzt hier eigentlich weiter? Ich bin jetzt die ganze Zeit nur dabei, im Kreis zu rennen, habe ich das Gefühl. Da hinten ist irgendein Tempel oder so. Also die Map ist jetzt tatsächlich schon mit dem Part hier 9 Parts lang. Erstaunlich. Freut mich sehr, ja. Wenn wir endlich mal eine längere Map haben als 4 Parts. Sehr schön. Ja, ich glaube aber dieses Jahr werden eh ein paar längere Maps kommen. Halt einmal die hier und danach haben wir auch noch Unexpected Adventure. Was ja dann noch fertig gebaut wird. Wir haben Cube Zelda, wo ich auch schon extrem gespannt drauf bin. Ja, also wir haben dieses Jahr auf jeden Fall längere Maps. The Legend of Zelda Return of Link wollte ich mir auch noch auf jeden Fall mal anschauen. Genau, die ist wirklich sehr lang, habe ich auch schon oft gesagt. Also dieses Jahr wird es echt hauptsächlich lange Maps geben, wahrscheinlich dafür auch nicht so viele. Ja, letztes Jahr hatten wir ja sau viele Maps, aber dafür halt eher qualitativ nicht so gute und eher sehr kurze. Und what the fuck, was ist hier eigentlich los? Also ich glaube, der Map-Ersteller wollte mir symbolisieren, dass es da ein bisschen heiß war, glaube ich ihm. Oh, das war knapp. So, wo geht's da hin? Aha. Ich wollte schon sagen, wenn ich da runter gehe, sterbe ich doch. Oh, es ist der nächste Dungeon, glaube ich. Jawohl, wann haben wir angefangen? Okay, 10 Minuten noch in dem Part und der Rest dann. Also, außer wir kriegen ihn fertig. Ich meine, bisher waren die Dungeons in dem Game bis nicht so der Hammer. Aber ich glaube, der hier wird cool. Er sieht zumindest geil aus. Okay, die Mucke geht auch schon richtig ab. Was war denn das? Nein! Oh Gott, war das ein dummer Fail. Naja, machen wir weiter mit den Jump Actions. Oh Mann. Wie kommen wir denn da drüben hin? Das ist schon wieder so ein Scheißsprung, aber ich hab ihn. Yes, jetzt so langsam habe ich die anscheinend auch drauf. Habe ich noch eine Bombe? Bombe? Jawohl. Und reinknallen das Ding. What the fuck, Alter. Seit wann sind die so stark, die Bomben? Also klar, so ein bisschen, wenn man direkt davor steht, katapultieren die einen schon weg. Aber ich meine, ich bin ja super weit weggeflogen, obwohl ich hier stand. Tja, doch krasser, als ich es in Erinnerung hatte. Und ich kann hier, glaube ich, auch wieder zurück. Ne, das ist ein Dreier. Genau, der geht aber. Ja. So langsam habe ich sie da drauf. Sehr schön. Ja, genau. Und alle von diesen längeren Maps sind auch wahrscheinlich sehr fordernd, ne? Also die hier ist jetzt auf jeden Fall schon mal eine der schwierigeren Maps, die wir bisher hatten. Und ich denke mal, das wird bei Unexpected Adventure oder auch bei Return of Link, weiß ich ja, dass sie auf jeden Fall schwieriger wird. Ja, also wird auf jeden Fall spaßig. So, was haben wir denn? Wir haben sau viele Möglichkeiten. Ich gehe einfach mal nach da vorne. Also vom Design her gefällt mir der Dungeon hier bisher schon am besten. Ne? Also man hat diese zerbrochenen Brücken, diese Steinblöcke, die hier irgendwie rumschweben. Sieht schon ganz cool aus, muss man sagen. Hier sind noch diese Ketten und so. Klar, man hätte es noch ein bisschen ausschmücken können überall, dass es noch ein bisschen geiler aussieht. Aber ist schon auf jeden Fall eine sehr krasse Steigerung im Vergleich zu den vorherigen Dungeons, die wir bisher gesehen haben. Also auf jeden Fall ein nicer Job. Wahrscheinlich hat der Map-Entwickler die auch über seine Adventurecraft-Zeit hinweg entwickelt und ja, ist halt auch immer besser geworden, ne? Deswegen war es am Anfang auch noch schlechter. Schätze ich und hoffe ich mal. So, jetzt sterbe ich wahrscheinlich wieder, obwohl ich hier. Ne, jetzt nicht, seht ihr? Komisch. Also ich verstehe nicht, warum ich da vorhin so weit weg katapultiert wurde. Okay, es ist gut, dass da überall diese Kisten sind, denn daran kann ich danach erkennen, ob ich da schon mal war oder nicht. Wie soll ich da hinkommen? Okay, dieser Dungeon besteht anscheinend nur aus 1 oder 2 Räumen. Auch interessant. Aber gut. Ich
glaube, den kriegen wir doch in dem Part fertig. Ich habe zuerst gedacht, es wäre so voll der geile, fette Dungeon. Also wie in Tales Tale, der Feuer-Dungeon. Aber nein, der ist anscheinend doch nicht so groß. Außer natürlich die silberne Tür heißt nicht unbedingt Boss, ne? So, aber wir wissen ja auch nicht, was sich noch in den Räumen dahinter befindet. Es kann natürlich trotzdem groß sein. Ja, wir wollen ja jetzt mal nicht so pessimistisch sein. Obwohl, ja gut, ich habe jetzt schon den Boss-Key bekommen. Oder den Silber-Key. Heißt er nicht Boss-Key? Nee, Silber. Seht ihr? Er heißt Silber-Key. Okay, wo geht's denn hier lang? Zu einer verschlossenen Tür. Das hätte man eigentlich sich auch schon denken können. Aber gut. So, wo sind wir? Da. Oh, diese Lava ist so hell. So unglaublich. Ich schau gerade. Wie kommen wir da oben irgendwie hin? Wird schwer, ne? Also da waren wir, glaube ich, schon bei den beiden Gängen. Komm ich da irgendwie drauf? Irgendwie auch nicht, ne? Also nur durch die Lava, aber das ist ja eigentlich keine Option. Wo waren wir noch nicht? Waren wir... Ja, also ich weiß schon, wo wir noch nicht waren, aber... Ich seh's. Sorry, habe ich ein bisschen gebraucht, aber jetzt habe ich es gesehen. Wir können hier an dieser Kettenranke hochklettern und dann haben wir es hier. Zack, genau, sehr schön. Eigentlich ganz simpel, aber muss man trotzdem sehen. So, jetzt ist da unten, glaube ich, was aufgegangen. Ich werde mal da gerade hingehen. Okay, nochmal ein Gold Key. Mit dem gehe ich gleich mal hier runter. Noch ein Silber Key. Okay, also es scheint tatsächlich so, als gäbe es mehrere. Oder das sind einfach 10 Türen hintereinander platziert worden. Das könnte natürlich auch sein. So, und es war klar, dass ich hier sterben werde. Warum habe ich eigentlich... Warum halte ich so viel aus? Ich meine, ich habe keine Rüstung. Oh nein, hier war ein Speicherpunkt. Oh, das heißt, man muss den Sprung schaffen. Das ist ja gemein. Weil der ist echt nicht schwierig. Echt nicht schwierig, genau. Nee, echt nicht einfach. Jetzt gibt's die Fails. Kann ich nicht irgendwie hier? Da vielleicht? Nee. Nee, geht nicht. Okay, jetzt gibt's echt die Fails. Oh ja, tatsächlich. Okay, mit dem Seitwärts. Also, war so, ne? Mit dem Seitwärtsspringen schafft man es tatsächlich irgendwie. Oh, das ist aber echt ein Hardcore-Sprung. Das ist nicht einfach. Was haben wir da? Irgendwie auch nichts? Okay. Da können wir noch runter. Aber, tatsächlich, es gibt nochmal einen Gold-Key. Das ist doch mal ganz cool. So, jetzt lass uns mal schauen, wo waren wir schon überall? Ich glaube, auf der Seite waren wir so ziemlich überall. Ah, wir können da oben, okay, ich habe nochmal einen ganz neuen Weg gefunden. Aber ich werde jetzt erstmal den Gold-Key einlösen. Wahrscheinlich ist dahinter auch nur ein Silber-Key. Oder ein Schatz oder sowas, weil sonst... Ja, müsste eigentlich ein Silber-Key. Genau, es muss irgendwie sowas sein. Ja, es muss ein Silber-Key sein. Es hätte keine andere Möglichkeit sein können. Denn... Oh, wow. Noch ein Gold-Key macht ja keinen Sinn. Und... Wenn kein Silber-Key drin gewesen wäre, dann hätte man sich ja die Goldtüre da auch sparen können, ne? Okay. So, ich möchte jetzt eigentlich ganz gerne zurück. Also es gibt überall Save Points. Ich weiß nicht, ob ich das so gut finde. Also, ich meine jetzt nicht Level-Design-technisch, dafür ist es gar nicht schlecht. Ich meine jetzt für mich persönlich, weil das Ding ist, ich muss halt dann immer wieder schwierige Sprünge machen. Also es war jetzt keine Kritik an der Map, ne? Nur weil ich das ja so gerne mache. Dieses Mal nicht. Okay, da drüben müssen wir jetzt auch noch ein paar Gold Keys finden. Und noch ein Schalter, der uns die Brücke aktiviert. Aha. Ah, da haben wir es schon gefunden. Okay.
Und es ist, glaube ich, tatsächlich so, wie ich gedacht habe, dass dann einfach nur 10 Silbertüren aneinander gespammt werden. Naja, oder da sind nochmal Gold Keys, das kann auch sein. Ich würde sagen, wir schauen da einfach mal nach, denn... Ja, wow, das war jetzt nicht geplant. Ja, aber ich würde sagen, wir machen einfach mal die Türen auf und dann können wir ja sehen, ob da noch Gold Keys sind und wenn nicht, dann ist auch gut. Sondern das ist jetzt schon wieder so ein Scheißsprung hier. Ja. Aber der war trotzdem ein bisschen leichter als der andere. Okay, da waren wir schon. Ich glaube, auf der rechten Seite waren wir jetzt tatsächlich überall. Außer natürlich hinter der verschlossenen Türe, ne? Makes sense. Aber da drüben waren wir noch nicht. Das heißt, da werde ich jetzt auch mal kurz schauen. Da waren wir da? Nee. Aber es hat sich... Oh Mann, ey. Wieso fahre ich denn gerade so oft runter? Vor allem nicht bei Sprüngen oder so, sondern ich laufe einfach zu weit. Das ist richtig dumm. Unnötig. Ja, genau, da waren wir auch schon überall. Gut, dann würde ich sagen, springe ich mal hier rüber auf die andere Seite der Brücke und dann schauen wir mal, ob wir mit 3 Silberkeys weiterkommen. Nein, und es ist, wie ich gesagt habe, okay. Ja, dann müssen wir jetzt mal kurz überlegen, wo wir noch nicht waren. Habe ich einen Gold Key? Nein, habe ich nicht. Wo war ich noch nicht? Da drüben war ich schon. War ich da überall schon? Ja, da war ich doch auch schon. War ich da drüben schon? Das weiß ich jetzt nicht. Da kann ich mal ganz kurz nachschauen. Da bin ich mir jetzt echt nicht sicher. Also ja, ich finde den Dungeon eigentlich, ja, ganz cool. Tritt's nicht ganz. Also es ist halt nur ein Raum. Voraussichtlich. Voraussichtlich, wir wissen es nicht. Voraussichtlich nur ein Raum und ja, der hat ein relativ cooles Prinzip. Allerdings auch das Ganze ist ziemlich lange, ne? Ähnlich wie damals mit dem Labyrinth. Ich meine, okay, da hat das ein bisschen. Das war nochmal was ganz anderes, ja. Also, das macht eigentlich Spaß hier, muss ich sagen. Mal schauen, ja, was geht auf und so. Man hätte es vielleicht ein bisschen kürzer halten können, weil es ist wirklich sehr lang. Und dann halt auch irgendwann nichts Neues mehr. Hat das was geändert? Ja, da hinten ist die Tür auf. Okay. Und ja, am Ende wird es halt echt schwierig, weil man nicht mehr weiß, wo war man nicht. Aber aktuell habe ich, glaube ich, noch ganz guten Überblick. Aktuell. Glaube ich auch nur, ne? Wer weiß. So, also hier müsste jetzt das hier, war vorhin definitiv nicht offen. Okay, ein Gold Key. Habe ich jetzt die Seite komplett fertig? Also ich schaue, dass ich die Seiten... Ich meine, ja, es ist auch echt ganz cool, dass man sich quasi selbst aussuchen kann, wie man es macht, ne? Also hier gibt es nicht den optimalen... Also es gibt schon einen optimalen Lösungsweg, schätze ich. Aber, es gibt jetzt nicht den einen einzigen, der richtig ist, sondern es ist halt ein bisschen individuell, ne? Jeder arbeitet sich so vor, wie er es macht. Und ich mache so, dass ich das systematisch ein bisschen abarbeite. Also jetzt zuerst die eine Seite fertig habe, dass ich weiß, okay, da ist alles fertig. Und dann kommt eben der Rest dran. So, allerdings weiß ich jetzt nach diesem Schlüssel auch aktuell nicht mehr, wo es weitergehen soll. Also ich werde den noch gleich in die Tür einlösen und darauf hoffen, dass da vielleicht in der Truhe oder so ein Silberkey ist. Aber sonst wird es schwierig und das hier ist auch ein sehr schwieriger Sprung gewesen gerade. Mit der Leiter. Ja, es, oh ja, jetzt kommt es schon wieder. Soll ich mal was Verrücktes machen? Ich glaube, das geht aber. Ja, es geht. Hat hier noch... Noch... Okay, also es war klar, dass noch eine Silbertür kommt. Aber ich dachte, da wäre vielleicht noch eine Truhe oder so. So, hier drüben haben wir alles. Right? Ja, nein, vielleicht. Schauen wir es uns an. Da war ich definitiv überall. Und da war ich auch überall. Okay, also... Linke Seite von mir aus jetzt ist abgeschlossen. Und damit ist auch der Part abgeschlossen, denn die Zeit ist vorbei. Im nächsten Part geht es weiter mit diesem
Dungeon? Fragezeichen hier. Oder nur in diesem Rätselraum? Ich weiß es nicht. Ich glaube, wir sind fast durch. Ich muss noch einen einzigen Goldkey finden und dann einen Silberkey und dann haben wir's. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein.